Hallo Leute, hier ist wieder euer M-Tag und ich begrüße euch zum nächsten Part meines Let's Plays von Willkommen Teil 2. Ja Leute, wir haben im vergangenen Part 3 Stages geschafft. Wagen wir uns an die vierte, wir haben jetzt Quick Boomerang, mit dem kann man eigentlich Bubbleman ganz gut machen. Aber nicht bloß das, sondern allgemein ist Bubbleman eine sehr leichte Stage. Jo, das ist auf alle Fälle eine Stage, wo man runterfallen kann. Ich habe noch einen Energietank. Ja, was nehmen wir für eine Waffe? Metal Blade. Ich weiß gar nicht, ob das gegen die Frösche was bringt. Nicht viel. Okay, dann nehmen wir den normalen Buster. Frosch, 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 Frosch. Los, gib mir die Energie. Zack. Frosch, 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 Frosch. Vor der Stelle habe ich immer nach so Metal Blade aufladen. Vor der Stelle habe ich ein bisschen Angst, weil die Dinger fallen hier runter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich zocke das mit Controller. Hier. Gamepad. Der Controller hat ein bisschen eine Meise manchmal. Aber, tja. So, na dann versuchen wir es mal. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Jawohl. Und das wäre die Hälfte. Nee, das ist nicht... Ach, ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle ist die Stage einfach. So, jetzt geht's unter Wasser. Zack. Nee, hier war glaube ich die Hälfte. Jawohl. Unterwasserphysik. Yeah. Tödliche Stacheln, noch viel besser. Ja, euch mag ich, weil ihr so nett seid zu mir. Und das ist ein mächtig großes, übergroßes Lantern. Ihr könnt mir bitte jetzt mal aufhören? Ja, das geht doch. Ich mag euch nicht, ich mag euch gar nicht. Die beste Strategie, finde ich, ist ja einfach durchzurennen. Zack. Zack, zack, zack. Nicht von den Stacheln ärgern lassen. Und wir kriegen Energie. Yeah. Und du bist so gut wie... Piep, 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 piep. Tot. Piep, 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 piep. Tot. Leckt mich am... Tot. Haha. Nein. Tot. Und ich bin auch tot. Ups. Peinlich. Nun ja, wir wären wieder hier. Geht eigentlich der Quick-Boomerang hier? Mal gucken, vielleicht ist der ja sogar besser. Nicht, aber der hat auf alle Fälle eine gute Feuerrate. Ja! Ja, 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 ja! Energie! Verschwinde doch mal, jetzt verschwindet er. Und tot. Und du bist auch tot. Und du gibst mir Waffenenergie. Und ihr seid tot und gebt mir Lebensenergie. Und ich hole mir die und ich weiß nicht, warum ich jetzt so hässlich singe. Ist aber auch egal. So, konzentrieren. Nicht solche blöden Sprünge hier machen. Weil oben sind tödliche Stacheln, die sehr tödlich sind. Ranzukommen wäre noobisch, peinlich, tödlich und alle anderen Worten. Die mit ich enden. Und reden kann ich auch nicht. Aber das ist ja bekannt. Ach ja, eine nervige Stelle. Muss ich echt mal sagen. Ach Mensch, Max. Also M-Tag, was soll denn das? Es wäre eigentlich doof. Ein Leben noch. Ein Energietank. Game over zu gehen wäre scheiße. Machen wir auch nicht. Letzten. Okay, da war einfach mal nicht da, der Gegner. Wie sieht denn das mit Timestopper aus? Ja, sieht gut aus. Warum nicht auch die Waffen, die man hat, nehmen? Hey, und ich flinke. Sehr schön. Das ist wirklich eine blöde Stelle.
Man darf nämlich hier nicht so hoch springen. So, ach, leck mich jetzt. Tschüss. Das war knapp. Oh, leck. Hey, nerv mich nicht. Du sollst mich nicht nerven. Und ihr sollt mich auch nicht nerven. Und ich gehe einfach über dich durch dich durch. Hahaha. Ich gehe durch dich durch. Und jetzt kommt gleich der Boss. Glaube ich. Ach, Frösche. Unterwasserfrösche. Yeah. Und die sind wieder lieb. Ich bekomme ein Leben. Habe ich gar nicht verdient, so schlecht wie ich hier spiele. Und ich bekomme Lebensenergie und noch mehr Lebensenergie. Und das habe ich auch nicht verdient. Und jetzt hau ab, du Frosch. Und du auch. Ach, das war's ja noch nicht. Nein, wir müssen noch ein bisschen über... Ja. Und Krabbis, die vom Himmel fallen. Sehr logisch. Kann man euch töten? Ja. Und tot. Und tot. Und ich hab Angst. Und da ist die Boss-Tür. Und... Bubbleman ist einfach. Quick Boomerang ist eine Schwäche und das Metal Blade ist eine Schwäche. Dürfte eigentlich ohne Energietank was werden. So, mein Freundus. Komm her. Zack, 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 da, 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 da. Und jetzt nehme ich das Metal Blade. Damit gebe ich Ihnen den Rest. Dankeschön for traveling with Deutsche Bahn. Und wir erhalten Bubble Lead. Ja. So. Crashman bekommen wir mit R weg. R bekommen wir mit Wood weg. Und für Wood kann man eigentlich auch das Metal Blade nehmen. Gut. Also ihr seht, wenn man hier die passende Reihenfolge hat und ein bisschen Skill, oder, ja, ich will mal nicht übertreiben, Skills, ich sag mal Spielerfahrung dazu. Oh süß, eine Fledermaus, oh süß, ein Kaninchen, ihr kennt mich alle mal, tschüss, tschüss. Ach, vielleicht tropfst du mal was Schönes, komm, tropf was Schönes. Leben oder so? Ja! Na komm! Komm! Karnickel! Ach, ich hab keine Lust. So, jetzt kommen meine Lieblingshunde, glaube ich. Die sind wirklich ganz niedlich. Ne, erst kommen noch mal... Oh, süß, eine Fledermaus! Guck mal! Ah, 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 Waffenenergie! Yeah! Ja. Die Hunde sind ein bisschen blöd, aber ich habe ja noch einen Energietank, den ich eigentlich gar nicht brauche. Ja, hier muss man wirklich ein bisschen, sorry, wenn ich jetzt mal nicht so viel rede, aber hier muss man sich ein bisschen konzentrieren. Los, stirb. Hey, er gibt mir Energie. Mann, die sind heute aber auch nett. Ist absolut übertrieben. Ja, Hundi. Ach so, da wird übrigens umgangssprachlich auch als Hotdog bezeichnet. Ihr könnt sicher verstehen, wieso und weshalb. Ach guck mal, oh, das ist übertrieben. Soll ich es mal absichtlich nicht nehmen? Nee, da bin ich doch wieder zu noobisch. Ja, der ist blöd. Hier muss man wirklich ein bisschen ordentlich springen. Na los, komm. Ich will kein E-Tank nehmen. Los, verschwinde doch einfach. Verschwinde doch einfach. Okay, ich nehme einen Energietank. Halt. Und Waffenenergie, was wir eigentlich gar nicht brauchen. So. Was kommt jetzt? Ach so, hier ist der Hälfte. Oh süß, eine Fledermaus. Hey,
Ach so, das ist auch so ein bisschen Bug, das sollte man wissen. Wenn man auf einer Leiter ist und Startmenü aufruft und wieder schließt, fällt man runter. Man sollte sofort wieder Start drücken. Waffenenergie! Ja, jetzt kamen bloß noch ein paar Donkey Kongs und ein paar... Ja, es gibt noch kein Straußen-Pokémon, zumindest kenne ich jetzt keins. Affe! Vöglein! Ein Taubsi, was Eier wirft. Ein Taubsi, was Eier wirft. Ein Donkey Kong. Ein paar Vöglein, die mir Energie geben und Waffenenergie. Ja! Und Donkey Kong lässt grüßen. Ja, 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 ja. Und verschwinde. Ich möchte dich nicht. So, jetzt muss ich aber... Und ich habe eine E-Mail. Da habt ihr's gesehen. So, ja, und ein paar Häschen. Beziehungsweise ein Häschen. Ich könnte aber mal wirklich ein bisschen Energie gebrauchen. Ohne Scheiß jetzt. Also Energie wäre mal schön. Und Metal Plate sollte ich mir eigentlich ein bisschen aufheben, weil das brauche ich für den Boss. Obwohl sich das nicht so schnell verbraucht. Waffenenergie. Ja, aber ich habe überhaupt keine andere Energie mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich sollte das jetzt schaffen hier. Okay, ich sollte das jetzt schaffen hier. Ich sollte das jetzt schaffen hier. Ich sollte das jetzt schaffen hier. Und ich habe es nicht geschafft. Okay. Ja, irgendwann muss es mal losgehen mit Fehlen. Der Zeitpunkt war jetzt da. Waffenenergie. Warte mal. Ich hab doch Time, oder? Wie wär's denn mit Time? Wie wär's mit Time? Piep, 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 piep. Ein Vöglein. Ein Äffchen. Ein Max, der stirbt. Zwei Vöglein, die mich nerven. Und sterben. Piep, 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 piep. Ein Kornigel. Das ist eigentlich das leichteste Kornigel. Und der gibt mir Energie, der ist lieb. Und noch ein Kornigel. Und ich bekomme Waffenenergie. Ja, ich stelle mich blöd an, aber es ist einfach nicht nötig, hier auszuweichen. Der Boss ist eh so leicht. Hallo, Häschen. Ach, weißt du was, Häschen? Stirb einfach. Und nette Straußen. Und nette Straußen. Und nette Straußen. Und nette Straußen. Und der letzte Strauß. Hoffe ich. Und die Bosstür. Und ich habe ein Leben. Kann ich mich jetzt eigentlich töten lassen. Bevor ich jetzt Metal verschwende. Jo. Vielleicht kriege ich ihn ja so hin. Piep, 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 piep. Dem Schild ausweichen. Und dann den Klettern ausweichen. Und zack, es geht eigentlich. Und zack. Und ich wollte mich eh töten lassen, von daher. So, letztes Leben. Viel Metal, damit müsste es klappen. Komm. Und zack. Und das war's für ihn gleich. Und tschüss. Ja Leute, es sind noch nicht ganz 15 Minuten, sondern erst 13, aber ich werde den Part jetzt beenden. Ich gucke mal, wie viele Stages noch sind. 3. Die möchte ich dann im nächsten Part am Stück schaffen. Hoffentlich gelingt mir das.
Leute, ich beende diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Part. Euer MTag. Ciao.